Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckhardt und heute geht es um die Makro 2022 und zwar um die aktuell laufende Konsultation von Edifact-Formaten von Nachrichtentypen, die dann zum 1. Oktober 2022 in Kraft treten sollen. Wir haben im letzten Video ja schon darüber gesprochen, dass die Makro 2022 nun im großen Teil verschoben wird, vom April auf den Oktober. Und dabei habe ich unter anderem ja auch erwähnt, dass es eine weitere Meldung gab, die eben die jetzt im Februar laufende Konsultation, also öffentliche Meinungseinholung der dann zum Oktober eintretenden Formate praktisch mit sich bringt. Und wir schauen uns das mal an. Wir wollen mal einen kleinen Überblick darüber bekommen, was da so läuft. Wir gehen wie immer zur Beschluss 6 in der Bundesnetzagentur und dann auf Aktuelles. Und da haben wir immer noch diese 4 Nachrichten, die ich das letzte Mal angedeutet habe. Wir machen zum Redispatch dann auch noch was. Wir hatten hier diese Nummer 2 und hier die Nummer 27, die sich rund um das Verschieben gedreht haben. Und wir haben hier die Nummer 26 zu den Datenformaten zur Abwicklung der Makro vom 1.2., in der stehen nun die für uns relevanten Sachen drin. Gehen wir da mal rein. Halt, das ist die falsche. So, da kommen wir gleich. Das ist diese hier, Nummer 26. Konsultation von Nachrichtentypversionen für den 1.10.22. Folgende Entwürfe sind hier nun vorliegend. Dann scrollt man mal so ein bisschen, dann denkt man sich, ach herrje, ach herrje, ach herrje. So, und dann steht ja hier, die Beschlusskammern geben die betreffenden Dokumente nunmehr allen Interessenkreisen zur Kenntnis. Diese erhalten damit die Möglichkeit, zu den Inhalten der Dokumente Stellung zu nehmen. Also, es soll praktisch zum 1.10. umgesetzt werden und bis zum 28.02. kann man jetzt noch Stellung nehmen. 28.02. deswegen, weil dann noch ein Monat Zeit ist, um dann am 1.4. die finale Veröffentlichung zum 1.10. dann auch vornehmen zu können. Dann hat man wie immer so ein halbes Jahr, um das Ganze IT-technisch umzusetzen, Schnittstellen etc. entsprechend zu programmieren und dann kann es losgehen. Aber wenn man dann noch so weiter scrollt, sieht man eben, oh, da steht noch ein bisschen mehr, zum Beispiel auch nochmal Hinweise. Wenn es so Sonderhinweise geben muss, dann weiß man, es wird nicht einfacher. Dazu dann aber gleich mehr, ne? Also einfach hier ein Hinweis, dass in den allgemeinen Festlegungen nochmal ein bisschen was rund um auch XML-Nachrichten vorgenommen wurde, überhaupt Hinweise zu den XML-Nachrichten, Hinweise zu Entscheidungsbaumdiagrammen, wo es dann auch wirklich lustig ist, weil hier unter anderem steht, eines der jetzt eigentlich eingeführten Entscheidungsbaumdiagramme namens Nichtzahlungsabi prüfen, liegt dem Markt noch gar nicht zur Konsultation vor. Man soll bitte abwarten, weil erst wenn die anderen beiden im Markt etabliert sind, wird dieses dann erstellt. Also es ist so ein bisschen abenteuerlich, diese gesamte Nachricht. Ich musste auch ein paar Mal mir das durchlesen, bevor ich mit dem Lachen aufhören konnte. Unter anderem wurde jetzt aber auch was gemacht, was wir vor einem Jahr etwa angekündigt hatten, nämlich als die Entscheidungsbaumdiagramme eingeführt wurden, gab es ja teilweise immer noch diesen Code A99, der steht für Sonstiges. Ne? Eine Ablehnung eines Vorgangs mit dem Code Sonstiges. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Da musste dann immer ein Freitextfeld befüllt werden, dass eben reingeschrieben wurde, dieser Vorgang ist falsch, im Telefonat mit Herrn so und so geklärt, ne? Damit man damit was anfangen konnte mit dem Freitextfeld. Jetzt ist ja dieses Entscheidungsbaumdiagramm überhaupt gekommen, damit man eine standardisierte Prüfroutine hat und wenn standardisiert geprüft wird, dann gibt es eigentlich keinen sonstigen Ablehnungsgrund mehr. Das war so die Idee. Hier und da gab es aber noch diese Möglichkeit. Und da, wo es sie gab, musste sie aber, das wurde festgelegt, wie es hier steht, ein Jahr nach Beginn der operativen Nutzung beendet werden. Dieser sonstige Ablehnungsgrund durfte immer nur ein Jahr lang verwendet werden. Und dieses Jahr ist ja dann vorbei. Ja, das kam ja zum April 21 und jetzt haben wir April 22 demnächst. Und teilweise ja auch Einführungen, die im Oktober 21 kamen, dann ist das ja auch nur ein Jahr lang zu nutzen. Also haben wir hier ein paar sonstige Gründe, die dann einfach nicht mehr zu nutzen sind. Auch hier nochmal der Hinweis, dass die Konsultation über Excel-Anlagen durchzuführen ist. Das heißt, wenn man eine Anmerkung hat, wenn man Änderungswünsche hat, wenn man Ideen hat, Rückmeldungen einfach fachlicher Natur zu diesen Entwürfen, dann sind hier unten die Excel-Formblätter, die man dann nutzen kann. Dabei ist der Hinweis nochmal auch klargestellt,
das ein Unternehmen, was hier Feedbacks gibt, alle Feedbacks bitte in eine Excel-Datei auch packen sollte, damit das Ganze einfach übersichtlicher und bearbeitbar bleibt für die Arbeitsgruppen. Okay, dann, wie gesagt, scrollt man so ein bisschen hier durch diese Formate durch und bemerkt dann so, okay, allgemeine Festlegungen, Prüfis, Apparat, MS-Cons, Orders, UTMD, Codelisten, das sind ja Dokumente, von denen es dann teilweise auch zum 1. April Änderungen geben sollte. Jetzt sind ja aber die Änderungen zum 1. April rund um Edifact verschoben worden. Und dann stellen wir fest, dass zum größten Teil nicht einfach die Variante, die jetzt zum April eigentlich kommen sollte, nur verschoben wurde zum Oktober, sondern dass es tatsächlich auch schon eine Weiterentwicklung gibt. Beispielsweise allgemeine Festlegung 6.0a oder meinetwegen genau hier unten das Entscheidungsbaumdiagramm in der Version 3.1 zum April eigentlich. Was ja nun verschoben wurde, hätte hier die Version 3.0 zum Beispiel kommen sollen. Und diese 3.0 wird jetzt einfach gar nicht in Kraft treten und stattdessen kommen wir dann gleich auf die 3.1. Das heißt, zu einem gewissen Teil werden auch alle Ausarbeitungen, alle Programmierungen, die bisher schon gemacht worden sind, die können eigentlich weggeschmissen werden. Und wir springen praktisch direkt auf die nächste Version. Inwieweit oder wie groß hier dabei der Unterschied tatsächlich dann ist, das ist nochmal separat dann zu betrachten in jeden einzelnen Dokumenten. Das kann man dann schön gegenüberstellen. Aber das machen wir gleich noch. So, vorher haben wir hier noch eine wunderschöne Zwischenüberschrift, um noch ein bisschen mehr die Freude auch bei euch zu erhöhen. Konzept zur Trennung der ED-Energy-Dokumente nach Strom und Gas inklusive der dazugehörenden UTMD-Dokumente. Wir wollen dann also in Zukunft UTMDs für Gas haben und wir wollen UTMDs für Strom haben. Wir haben vor einer Weile ja mal angefangen, ich glaube angetriggert vor allem durch den Smart Meter Rollout, der ja für Strom an sich gestartet ist und dann muss man natürlich die Marktkonfiguration auch anpassen, haben wir einfach mal angefangen, Strom und Gas so ein bisschen auseinander leben zu lassen. Dann sind teilweise Prozessabläufe und zum Beispiel Prüffristen anders. Dann sind teilweise die Angaben, die notwendig sind in einem Lieferantenwechsel und so weiter, anders. Und dann hat man sich so überlegt, sollte man das nicht vielleicht wieder zusammenziehen? Weil ja auch tatsächlich in der vorletzten Marktanalyse vom BSI zum Smart Meter Rollout in einem hinteren Kapitel erwähnt wurde, na, eigentlich sind wir bei Gas auch genauso startfähig. Technisch würde das prinzipiell gehen. Und dann denkt man sich so, na okay, dann wird es ja irgendwann wieder zusammenwachsen, wenn man die technischen Rahmenbedingungen für Strom und Gas gleichstellt, dann kann auch die Marktkonfiguration wieder gleich laufen. Was ja immer die ganzen Jahre über so war. Man hat Strom und Gas im Prinzip gleich behandeln können. Zumindest im Lieferantenwechsel etc. Bereich. Ne? Also es gab ja nur Detailunterschiede in der Netznutzungsabrechnung, in den Energiedaten und natürlich Detailunterschiede in dem Energiedatenmanagement Richtung Bilanzierung. Klar, aber die meisten Bearbeitungen konnten identisch gemacht werden. Und deswegen dachte man sich, naja, okay, nachdem das so auseinandergegangen ist, aus guten regulatorischen Gründen, könnte man es ja wieder zusammenführen. Aber jetzt wollen wir halt tatsächlich wohl auch die Edifact-Dateien trennen nach Strom und nach Gas, sodass man am Ende nicht mehr nur, ich weiß nicht, 60, 70 Edifact-Dateien hat, sondern vielleicht am Ende auch irgendwann mal so 150 Edifact-Dateien hat, mit denen man sich rumschlagen darf. Es ist kurios. Ich werde zu dieser Trennung nochmal ein separates Video machen, weil das ist ein Thema für sich und da werde ich auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen ausholen müssen. Was jetzt vielleicht der erste Schritt ist, wenn man hier sich tiefer einarbeiten will. Das hier ist jetzt Mitteilung Nummer 26 zu den Datenformaten, die 2 Monate vor der Veröffentlichung, die ja ein halbes Jahr vor Inkrafttreten sein müsste, stattgefunden hat. Also am 1. Februar, Veröffentlichung am 1. April, Inkrafttreten am 1. Oktober. Jetzt hätte ja eigentlich zum April was anderes in Kraft treten müssen, wurde also veröffentlicht zum Oktober letzten Jahres und wurde konsultiert dann praktisch im August letzten Jahres. Das merken wir uns, August. Wenn ich jetzt wissen will, was eigentlich hätte zum April in Kraft treten sollen, ja nun aber verschoben wurde, und das abgleichen will mit dem, was es tatsächlich zum Verschiebungsdatum Oktober in Kraft treten soll,
Naja, dann suche ich mir doch jetzt einfach die Mitteilungen zu den Datenformaten raus, die praktisch im August etwa 21 veröffentlicht wurde. Die habe ich jetzt zufällig hier schon geöffnet. Das ist Mitteilung Nummer 21. Die kam, ups, hier am 30. Juli letzten Jahres. Das muss ich nochmal ein bisschen ranzoomen. Komm. Genau. Ganz einfach, wenn ihr in dieser Liste seid, mit den aktuellen Meldungen, einfach runterscrollen. Und da habe ich so geguckt, okay, ungefähr August, ja, alles klar, 30.07. Da kam diese Veröffentlichung. Ihr schaut euch das also an. Konsultation für Umsetzung 1.04. Das ist ja nun alles verschoben. Aber wenn ich mir das jetzt nun angucke, dann kann ich einen Abgleich machen, was wurde eigentlich geändert. Zum jetzt tatsächlich 1. Oktober. Allgemeine Festlegung 6.0. Allgemeine Festlegung 6.0a. Alles klar, hier gibt es dann eine Änderung. Prüfis 1.6. Prüfis 2.0. Hier gibt es dann wohl eine größere Änderung. Und so weiter. Ne? Also wenn ich hier gucke, Aparak MIG 2.1G ist jetzt Aparak MIG 2.1H. Ne? Also wir werden ziemlich sicher an vielen Stellen Weiterentwicklung noch sehen müssen, die wir so vorher nicht kannten. Diese nächsten Versionen sind ja teilweise wirklich nur mit redaktionellen Änderungen versehen, ne? Das gibt es auch. Aber es lohnt sich also tatsächlich von vorne zu beginnen und diese Dokumente einmal komplett wieder durchzuarbeiten. Um euch auch das nur kurz zu zeigen, wir haben dazu ja auch schon mal andere Videos gemacht, aber wie ich sowas immer angehen würde, wäre ja, ich gehe in dieses Konsultationsdokument. Das ist ja dann hier mit bei der Bundesnetzagentur verlinkt. Das öffnet sich dann. Hier dann 117 Seiten. Und bei all diesen Dokumenten finde ich ganz am Ende eine Tabelle. Und diese Tabelle ist bestenfalls nicht ganz so lang. Diese Tabelle ist dann die Änderungshistorie. Und diese beschreibt dann nun die nochmal neuen Änderungen seit in diesem Fall, also Version 6.0, die hätte kommen sollen zum April, zur 6.0a. Und dann sehen wir auch hier teilweise, okay, sind das redaktionelle Anpassungen oder hier einfach eine Kapitelangabe korrigiert, ja, alles klar, easy. Aber wir haben natürlich teilweise auch inhaltliche Änderungen, die man verstehen muss. So. Das ist es gar nicht so viel. Ne? Also das ist ja auch immer mal wichtig, das so zu scrollen und zu sehen. Ja, okay, das sind jetzt nur vier Seiten. Nur vier A4 Seiten. Wenn ich dann mir eben angucke, okay, es sind halt hier eine Menge Dokumente. Und die haben jeweils eine Änderungshistorie von einer bis 20 Seiten. Dann kann ich damit ja im Zweifel arbeiten. Ne? Also dann geht das schon. Ich muss aber irgendwo eben einen Anfang finden und dann muss ich eben schauen, okay, was interessiert mich am meisten? Ist es vielleicht eine UTMD? Und dann vor allem, welche Ausprägung? Ne? Ist es für mich theoretisch eher die GPKI-Variante, weil ich vor allem mit Lieferantenwechseln und Netznutzungsabrechnung und so weiter arbeite? Dann würde mich die UTMD-GPKI am meisten interessieren. Also fange ich an mit diesem Anwendungshandbuch AHB. Und parallel mache ich mir vielleicht noch den Message Implementation Guide MEG auf. Die laden dann und sehe ich hier, okay, UTMD GPKI hat hier 231 Seiten. Man kann ja auch ins Inhaltsverzeichnis gehen. Das ist hier, Änderungshistorie beginnt auf Seite 218. Das sind also ja, so 13 Seiten, 12, 13 Seiten. Und dann ist hier so eine Tabelle, kann man so durchscrollen. Ihr könnt das bestimmt gerade nicht erkennen, weil es so weit rausgezoomt ist, aber ihr sollt ja auch eher sehen, dass dann hier einfach ein bisschen mehr noch drinsteht. Also ich scroll gerade wieder hoch. Tja, da lohnt es sich auf jeden Fall schon mal, sich das abzuspeichern und mal genauer durchzugehen. Fantastisch, ne? So würde ich dann immer vorgehen. Würde mir angucken, was drinsteht, würde versuchen zu interpretieren, was das bedeutet. Wenn ihr euch gar nicht angeschaut hattet, was zum April hätte kommen sollen. Also wenn ihr jetzt noch auf dem Stand seid, was jetzt gerade gilt, dann müsstet ihr streng genommen beide Änderungshistorien euch anschauen. Also nicht nur die von der jetzigen Konsultation, sondern auch die, die zum April hätte kommen sollen. Wenn ich das jetzt mal zum Beispiel jetzt mache und gehe auf die GPKI 6.1D, also UTMD AHB GPKI 6.1D. So. Dann ziehe ich mir die mal kurz hier doch davor.
Dann kann man auch nochmal hier so feststellen, ne? Von der D auf die E, es gibt hier diese 13 Seiten. Und in der D selbst, die jetzt so im April eigentlich hätte kommen sollen, haben wir auch etwa 11 Seiten, 12 Seiten. Also wenn wir von der aktuellsten Version, von der jetzt aktuell noch geltenden Version gekommen wären und jetzt den tatsächlichen Stand zum Oktober abgleichen wollen, dann müssten wir beide Änderungshistorien, also insgesamt diese 25 Seiten etwa, berücksichtigen, um zu verstehen, allein anhand dieser Änderungstabelle, was hier nun zu ändern ist und was sich dementsprechend auch vielleicht fachlich in der Bearbeitung verändert. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe vorhin schon erwähnt, oh ja, hier muss man ganz schön lange scrollen, dann gibt es noch diese Trennung, dann gibt es auch noch die Redispatch-XML-Formate und dort noch so ein paar Sonderinformationen. Und streng genommen muss man, wenn man den Jetzt-Stand also vergleichen will, zweimal Änderungshistorien sich reinziehen. Wer kann das noch machen? Also ganz ehrlich, also welches energiewirtschaftliches Unternehmen mit Tagesgeschäft kann denn sowas noch machen? Also zum Glück gibt es uns Dienstleister, die sich mit sowas dann exklusiv beschäftigen können. Zum Glück gibt es die IT-Dienstleister, die sich da hart durchkämpfen und dann bestenfalls auch noch so ein paar Akademien, die das dann halbwegs beherrschen und eben auch beibringen können, die dann vor allem ja die operative Übersetzungsleistung mitbringen, zu sagen, von diesen 25 Seiten Änderungen von jetzt Stand auf dann Oktober sind aber nur 3 Seiten inhaltlich wirklich relevant für einen Versorger zum Beispiel. Ja, um das mal so zu sagen, ne, um das dann in die Teams auch reinzugeben. Das eine ist ja die IT-Programmierung, die Schnittstellenprogrammierung. Das andere ist, das ändert sich für dich in der operativen Sachbearbeitung, wenn du zum Beispiel Aussteuerungen jetzt bearbeiten müsstest. Oder wenn du jetzt eine Lieferantenwechsel anstößt, beachte bitte nun Folgendes. Das zu liefern ist natürlich auch eine krasse Herausforderung. Was sich auch meine Akademie ja nun weiterentwickelt hat, wir werden mal versuchen, dass wir hier tatsächlich so eine Art Handbuch für die Marco 2022 raushauen oder einen Online-Kurs herausmachen, der genau diese Perspektiven dann auch reinbringt. Da stehen wir jetzt aber noch am Anfang. Wir hatten jetzt andere Baustellen. Ihr seht auch demnächst diverse Veröffentlichungen von uns, die jetzt praktisch noch in der Pipeline sind. Aber ja, wie soll man es denn sonst machen? Also wer kann sich die Zeit nehmen, sich hier durch dutzende Seiten Änderungshistorie allein schon mal durchzukämpfen, um das dann für sich fachlich zu interpretieren? Während halt gleichzeitig die IT-Dienstleister es ja auch aufbereiten, aber die natürlich eine andere Sprache sprechen. Die Schnittstellen-Interpretation ist auf einer anderen Ebene als das operative Verständnis für den Sachbearbeiter, ganz klar. Also wenn ich jetzt das hier zum Beispiel sehe, diese Zeile, alt muss neu, muss mit der Bedingung 421, wenn in dieser SG8, das ist ein Segment, der Qualifier CCI mit Z39 zugeordnete Z-Definition vorhanden ist. So. Ist also ein Mussfeld, wenn das da drin ist. So, ohne die Bedingung müsste immer als Zeitregister angegeben werden. Das ist jetzt für einen Programmierer an der Schnittstelle absolut klar, was das bedeutet. Dass eben ein CL2-Register in der UTMD nur dann angegeben werden muss als Mussfeld, wenn hier ein anderer Qualifier sagt, es gibt eine CL2-Definition. So. Das ist also einfach nur eine ganz normale Fehlerkorrektur. Das ist auf einer IT-Ebene absolut klar. Aber wenn ich jetzt als operativer Sachbearbeiter diese Zeile einfach nur lesen müsste, ich wüsste jetzt im Zweifel noch nicht mal, dass das hier für eine Bedingung steht. Na, das weiß ich jetzt, weil ich das weiß. Und ich weiß, dass SG8 ein Segment innerhalb einer UTMD-Datei praktisch ist und dass hier CCI Z39 einfach eine Angabe ist. Ne? Das ist ein Qualifier, der etwas widerspiegelt, der etwas angibt. Aber das muss man natürlich übersetzen. Ja, dafür gibt es dann im Zweifel uns und die Consultinghäuser. Puh, das erstmal so als Auftakt. Sind jetzt trotzdem schon wieder fast 20 Minuten. Es ändert sich also einiges zum Oktober.
2022. Wer dazu jetzt fachliche Meinungen entwickelt, weil er sich hier durcharbeitet und einfach dort gute Hinweise hat, die beachtet werden sollten, hat also bis zum Montag, 28.02. die Möglichkeit, mit den Excel-Formaten, die hier unten sind, dabei nur zu unterscheiden, die unterste ist für die normalen EDI-Dokumente, wie jetzt UTMD, oberste für die, das Entscheidungsbaum-Diagramm-Dokument und das mittlere für die XML-Dokumente, ganz einfach. Nimmt also diese Excel-Datei, schreibt dort alle Anmerkungen rein, die man jetzt hat und schickt das also rechtzeitig bis Ende des 28.02. an datenformate@bnsa.de. Tja, das Gute ist, man kann es auch gemeinschaftlich abgeben. Das heißt, wenn ihr eine Stadtwerke-Arbeitsgruppe habt mit benachbarten Stadtwerken oder was auch immer und habt da gemeinschaftlich Ideen, kann man das auch gemeinschaftlich abschicken praktisch. Und dann dazu schreiben, dass man hier also eine Arbeitsgruppe vertritt aus 5 Stadtwerken zum Beispiel. Dann hat das auch im Zweifel nochmal ein bisschen mehr Gewicht. Ja, soweit erstmal hierzu. Wir werden ein separates Video zu den Entscheidungsbaumdiagrammen machen, weil sich damit soweit einiges getan hat. Wir werden was zur Trennung machen, zu diesem Trennungskonzept für Strom und Gas. Und wir werden mal einen Teil dieser bevorstehenden Änderungen einfach mal einordnen. Im Detail geht das natürlich nicht, dafür gäbe es dann Schulungsmöglichkeiten. Aber ja, wir werden mal ein bisschen was davon erklären, damit ihr auch eine Idee davon bekommt, wie man sowas sich konkret anschaut. Dafür brauchen wir aber im Zweifel mehrere Monitore. Ich überlege mir mal noch, wie ich das in ein Video packe. Okay. Das war's. Erstmal dazu. Ihr bemerkt halt auch, ich bin auch nicht zufrieden damit, wie in was für einer Fülle jetzt gerade Änderungen hier vorzunehmen sind. Okay. Wir werden uns aber weiter damit beschäftigen. Habt ihr erstmal grundsätzlich Fragen dazu, die wir dann auch in diesen weiteren Videos vielleicht bearbeiten sollten, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und ansonsten, ja, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.